Damit hätten wir den Friedhof dann also komplett. Da sind die beiden Liebenden. Tja, und jetzt. Was gehört zu einem guten Horrorspiel immer dazu oder oft dazu oder spielt dort natürlich ein Irrenhaus. Apropos Irrenhaus, guck mal. Da war ja noch was. Und jetzt kommen wir auch hier rüber. So einfach geht das. Erstmal habe ich mich hier so abgequält und geguckt, kann man hier irgendwas reaktivieren, irgendwie eine Brücke schaffen, die Mauern wieder zusammensetzen oder sonst irgendwie was mit dem Erscheinen und sowas. Aber nein, ich habe erst viel, viel später erfahren, dass das so geht. Ich muss bedenken, ne? Diese Stelle habe ich gefunden, bevor ich damals zur Kirche aufgebrochen bin. Naja, wir könnten uns auch durch Autos laufen. Mit dieser Zwang, ne, hier irgendwie außen rum gehen zu müssen. Ja, das war ja ein kurzer Weg. Ja, da stehen schon wieder ganz viele Geister und kein Pförtner da. Psychiatrisches Krankenhaus. Ja, wir betreten die Anstalt Lux Aeterna. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht, komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Habe ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Was will die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Okay, Wahnvorstellung des Mörders. Das war jetzt, eher unabsichtlich. Klatschartikel Nummer 1. Ein bizarrer Tod in der psychiatrischen Anstalt Lux Aeterna in Salem steht vielleicht in Verbindung zu einer Mordserie in der Stadt. Eine Quelle bestätigt, dass eine Patientin tot aufgefunden wurde, erdrosselt mit einem Betttuch. Ich liebe Wörter, wo drei Buchstaben miteinander kommen. Wie Schifffahrt. Betttuch. Es mag der erste Mord in dieser Serie sein, der in so einer sicheren Einrichtung stattfindet. Das heißt, niemand ist sicher, nirgendwo, sagt eine verängstigte Frau. Achso. Das heißt, niemand ist sicher, nirgendwo, sagt eine verängstigte Frau, die direkt mit den einen Zeugen sprach. Ich habe gehört, an ihrer Zimmerwand waren alle möglichen Zeichnungen. Das Clown-Symbol war vielleicht dabei. Ich bin mir sicher, er war es.
Ganz sicher. Errungenschaft freigeschaltet. Geschichte Salems. Wow, warum? Was? Ich weiß nicht. Wohl alle Plaketten gefunden oder so. Hab ich die damals übersehen? Unglaublich. Ansehen. Ein Geschenk. Genesung. Zur Genesung, aber für wen? Genesungsgeschenk. Ein Geschenk für jemanden, der krank oder verletzt ist. Dem schenke ich auch immer Tyrannosaurus Rex. Grundsätzlich. Was haben wir denn hier? Besuchszeiten stark eingeschränkt. Die Besuchszeiten sind strikt und bevorzugen definitiv Verwandte und Ärzte. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Es ist doch gerade mal wahrscheinlich 2 Uhr morgens oder so. Da kann man doch mal ruhig einen Patienten besuchen kommen. Ah, hier so ein Motivationsposter. Ah, guck mal, kann man so anklicken. Genau, durchhalten, hängen. Inspirierendes Poster. Kann nicht behaupten, dass ich davon inspiriert wurde. Ich auch nicht. 3 Hinweise. Und ansehen. Junge auf Krücken. Foto eines Jungen. Ein Junge mit Krücken. Die Rezeptionistin muss ihnen nahestehen. Na denn. Beeinflussen. Was für Rezeptionisten veranlassen Joy zu helfen? Wahrscheinlich das Foto. Oh, Kleiner. Ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke. Jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach das. Ich muss nur... Moment, nicht so schnell. Ihr geliebter Sohn ist alles, was ihr geblieben ist, genau wie Iris, alles sein mag, was uns im Glockenwetterfall bleibt. Blick auf ihren Monitor werfen. Ja, dann blicken wir doch mal. Iris Campbell, Hochsicherheitstragzimmer 216. Elektroschock-Therapie geplant für heute Abend. Pfleger unterwegs. Paranoide Schizophrenie, Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Achso, wir können es auch anklicken. Na gut. Diagnose, paranoide Schizophrenie, Wahnvorstellung, Halluzination. Welches ist die wichtigste Information? Was? Das sagt mir nicht. Was? Elektroschock-Therapie für Alarmknall. Welches ist die wichtigste Information? Was? Ach so. Sie ist im Zimmer 216. Wir müssen sie schnell. Ja, Iris ist im Zimmer 216 des Hochsicherheitstragzimmers. Hallo Zunge. Und sehr bald ist eine Schocktherapie vorgesehen. Zunge schlägt ein. Die geben ihr Elektroschocks. Ja. Das ist doch nur zu ihrem Besten. Also was ich sagen wollte, ne? Horrorspielen, so Krankenhäuser, um gerade Psychiatrie anzustalten. Immer gern gesehen. Oh, hier, eine hat mich lieb Jacke. Mann in der Kiste. 1 von 10 insgesamt, ja toll. So, hier war doch eben noch was da hinten, aber wir sprechen jetzt mal mit Joy. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Rein. So rein wie dieser Dufttier. Klatschartikel Nummer 3. Niemand konnte das Geheimnis um den Glockenmörder in Salem lösen. Nicht einmal das Geheimnis des Symbols selbst. Da anscheinend keine Glocke bei jedem Tatort verlassen wird, hinterlässt der Mörder vielleicht eine Art Autogramm, eine Stellungnahme zu seiner Identität. Wenn es mit seiner Herkunft zu tun hat, wäre die logische Schlussfolgerung, dass der Mörder ursprünglich aus Philadelphia kommt, einer anderen Stadt mit reicher Geschichte und Heimat der berühmtesten Glocke Amerikas. Aber wird die Polizei diesen kühnen Ansatz berücksichtigen, wenn es bedeutet, den Fall zu lösen und Dutzende von Leben zu retten? Keine Ahnung. Philadelphia, die berühmteste Glocke Amerikas? Okay, das höre ich auch zum ersten Mal. Ich wüsste jetzt auch nicht, was damit gemeint ist. Aber vielleicht wisst ihr das ja. Da könnt ihr jetzt ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
Men's World und Woman's World. Ja, ich glaube, zum Männer World sollen wir definitiv nicht hin. Alles klar. Ah, psychiatrische Anstalten. Morgens um 2 Uhr. Bei Gewitter und Blitz und Donner und Regen. Zeitartikel Nummer 6. Einen... Alter, die Geräusche gerade. Einen durchdringenden Leitartikel auf eben diesen Seiten folgend, der die Befähigung der Salem Police Department, den Fall des Glockenmüllers umfassend zu untersuchen, in Frage stellte, hat der leitende Ermittler Lieutenant Javier Rex Reyes angekündigt, dass 6 weitere Offiziere ausschließlich auf diesem Fall angesetzt werden. Für eine direkte Stellungnahme nicht zu sprechen, wird Reyes in einer kürzlichen SPD-Pressemitteilung zitiert. In einem Department dieser Größe repräsentiert dies eine enorm wichtige Verlagerung der Ressourcen, was hoffentlich die Bürger bezüglich der Schwere des Falles beruhigt. Ja, oh, toll, Verstecke. Ganz, ganz toll. Aber, guck mal, sammeln. Nein, auch diese Hallen sind hier alle gesegnet worden, natürlich. Es ist immer noch 20 nach Mitternacht, okay. Da vorne, ja, Gedenktafel der spanischen Grippe. Gewidmet den Opfern der großen spanischen Grippeepidemie 1918 in dieser Station ausgebrochen. Mögen ihre Seelen den Frieden finden, der ihnen im Leben verwehrt blieb. Darf ich als Mann überhaupt rein in den Frauentrakt? High Security, Medical Ward und Dining Hall. Kuckuck. Oh, ja, schlafen. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh, scheiße. Oh, scheiße, trifft es. Los, gehen wir. Unterstützung im Krankenhaus. Es war so lieb von Ronan mitzukommen. Ich weiß, es ist hart für ihn, mit meinen Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Ich glaube, in meinem Kopf geht etwas Schwerwiegendes vor. Er leidet mit mir unter den Konsequenzen. Aber so eine Stütze, mein Fels in der Brandung zu sein, dafür braucht es einen richtigen Mann. Ich stehe das durch. Ich werde dafür sorgen, dass sich der Kampf lohnt. Aha. Noch eine Kamera, mach schon. Hier ist so eine komische... Ah, okay, wir können das also auch aufmachen. Ah, eine Rune. Moment, da muss ich einmal gucken. Da muss einmal geguckt werden. Mal einmal kurz gucken. Hallo, Besitz ergreifen. Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten, nicht zerquetschen. Sonst binden die Blinden mich wieder fest. Unglaublich. Ich werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen. Die sind doch alle wahnsinnig hier. Hier ist doch eine Rune. Wo sind dazu die passenden Graffiti? Graffiti. Keine Graffiti in der Nähe. Ja, hier sind zu viele Fenster, ne? Naja, gut. Dann würde ich sagen, einmal das hier enthüllen. Wo ich das übersehe. Kamera aus und... Nee? Nee. Okay. Tür bitte zu. Machen wir das so und dann machen wir das so. Lauf. Ach, guck mal, hier sind die Ruhe auch drauf. Guck, das ist doch schon ein dezenter Hinweis, dass hier das drin sein muss, oder nicht? Wo? Da! Trink oder werde reingewaschen. Eine Taufe, ja, Taufe ist gut. Ich mag Taufen überhaupt nicht.
Ich selbst bin nicht getauft worden. Das haben meine Eltern damals gesagt. Siehst du die Kamera? Oh, du bist unsichtbar, ich nicht. Hilf mir. Ja, welcome to Lux Eterna. Ich selbst bin zum Glück niemals getauft worden. Das haben die Wahl haben meine Eltern mir gelassen. Da bin ich auch ganz froh drum. Ich will nicht zu einer Religion gezwungen. Was man über Mrs. Gwynn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit... Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut, ist ein Auslöser für sie. Mir ist klar, dass der Umgang mit solchen Patienten frustrierend sein kann, besonders wenn sie Medikamente nehmen und weniger ansprechbar sind. Aber sie müssen vorsichtig sein. Aber sie wird total, ich weiß auch nicht, verrückt. Ja, sehen Sie sich um. Ja. Wir sind alle ein wenig wahnsinnig. Alle. Da hat einer die Tage gezählt. Und schön. Ach, guck mal. Folterbett. In der Vergangenheit war das mal ein besserer Ort. Mal sehen. So, hier ist die Käferfrau. Ich habe gerade noch was leuchten sehen. Und ein Klatschartikel Nummer 2, da ist er ja. In einer neuen schockierenden Entdeckung haben unsere Mitarbeiter herausgefunden, dass die kürzliche brutale Mordserie in Salem das Muster einer ungeklärten Mordreihe von 1972 bis 1973 wiederholt. Wie bei der jetzigen Serie sind alle Morde unkonventionell, bizarr und ungelöst. Und sie alle trugen das Zeichen der Glocke. Während die Polizei Salems nicht bereit war, einen Kommentar zu der Verbindung zu alten Fällen abzugeben, sind die Beweise erdrückend, dass ein Serienmörder nach Salem zurückgekehrt ist, um eine neue Herrschaft des Terrors zu beginnen. Oder ein Nachahmer hat seine Hausaufgaben gemacht. 1972, ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier spielt, 2002 oder so? Quasi 30 Jahre später kehrt aber Glockenmörder noch einmal wieder. Warum? War er vielleicht 30 Jahre lang im Gefängnis gewesen? Hat man ihn doch ergriffen, aber niemals diesen Mord in Verbindung gebracht? Das Licht! Gott! Dieses Licht! Mein Werk soll bald beginnen. Da ist die zweite Glockenmörder dran. Guten Tag. So, Fleger. Guck mal, der Fernseher. Joy, lauf! Achso, sie sagte Kamera, ne? Ah, Kamera. Ja, okay. Guckst du die Kamera an? Die Fernseher an und ich guck die. Hallo! Kamera an. Düt. Abbuch. So, ein Wasserspender. Eine Enthüllung. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Es reicht. Nerviger Arzt. Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Ja, den Menschen geht's hier allen richtig gut. Und wenn wir schon so angucken hier, ne? Oh, herrlich, ja. Wippen. Und wenn ich den Helikopter kurz ausleihe, eine Notiz hinterlasse? Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Telefon. Die Bilder hier sind auch faszinierend, ne? Da bin ich lang. Will ich wissen, warum du hier in der Dusche stehst? Geh weg! Alter, warum hast du eine Stimme wie Oma? Geh weg! Geh weg! Oh, schön mit Stange, wo man wahrscheinlich jemanden festketten kann oder sowas. Ganz toll. Kommen Sie ins Lux Eterna. Hier wird Ihnen geholfen. Oh, ein Dämon versperrt den Durchgang.
Du weißt, was das heißt, Joy. Ich muss wieder in dich eindringen. Oh. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo. Joy. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen. Allein, auf dich gestellt. Oh, na gut. Oh. Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Oder zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Moment, Moment. Lauf doch in die Jahre drauf vorbei. Immer noch den Mann in der Kiste. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Ja. In der Vergangenheit verlasse ich mal ein großes Tor. Und durch dieses Tor kommen wir nicht durch. Station für richtig Irre. Oh, schönes Anatomie. Stunde? Modell. Gut, 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 gut. Da kommen wir ja nicht lang, aber dafür kommen wir hier lang. Halt, da konnten wir noch was lesen. Versiegelt, naja, für Patienten. Und so schnell sind wir wieder alleine. Und so schnell haben wir fast die Jacke zusammen. Juhu. Ich sehe zu viele Verstecke hier. Das gefällt mir gar nicht. Eine kleine Spoilerwarnung. Ich habe diesen Ort sehr, sehr schlecht in Erinnerung. Also sehr negativ in Erinnerung. Sag ich es mal so. Ich weiß gar nicht warum. Was war denn hier noch? Miau? Miau! Da ist eine Katze. Hier sind zu viele Verstecke. Noch drei. Das ist auch ein toller Raum hier, aber so ein Fundament. Hallo Hals, guten Tag. Schön, dass du dich auch zu Worte meldest. Moment, ich muss Q drücken. Uah, kalte Lüftung hier. Oh, Schädel. Wie kommt ein Schädel hier in diesen Lüftungsschacht? So, links, rechts. Und abwärts. 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 Sich Dämonen nähern. Ja, ich hab sie gehört. Alter, Musik! Ah. Sie sind zum Glück unter uns. Direkt unterordnen. Wie komme ich denn jetzt hier? Wie komme ich aus der Katze nicht raus? Ist hier irgendwo ein Loch, wo ich runterfallen kann? Ah, direkt hier, okay. Okay, gut. Nein, bitte. Nein. Oh. Uschi. Ich weiß, ich möchte hier auch nicht hin, aber. So, wo sind die jetzt? Sind jetzt da hinten. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall erstmal raus. Und hier erstmal rein.
Der kommt jetzt hierher geschlichen. Der da hinten auch. Kannst du mal... Ja, danke. Frage. Wir können natürlich auch hier in den Raum reingehen. Du ist es ja nicht. So ist das ja nun nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Raum. Gut. Du könntest hier drin auch verstecken. Okay. Soll ich noch eine Frage? Das war Nummer 1. Weg, bevor es der andere sieht. Und erstmal hier rein. Erstmal hier rein. So, der eine da bleibt komplett stehen, der andere patrouilliert. Ich sehe hier übrigens die Runen an der Wand, aber da kümmern wir uns drum, soweit wir hier mit durch sind. Hallo, du siehst auch den Krankenpfleger. Das Problem ist jetzt natürlich nur, dass es hier keine Verstecke mehr gibt, ne? Aber er kommt auf jeden Fall schon mal in die Richtung hier gelaufen, okay? Das ist gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den da. Ich hoffe mal, hier ist noch ein Zimmer. Ja, sehr gut. So. Das war's. Musik aus. Musik aus. Wunderbar. Ging doch ganz locker flockig. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Krankenpfleger oder was auch immer das hier sein soll.